Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich nehme wieder mein Handy auf, weil ja, ich muss die Actioncam noch aktivieren. Gut, man konnte fünfmal irgendwie so die so starten. Habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht von dem Baumstamm. Habe ich auch gemacht. Die zeige ich euch aber später, also gleich. Nicht. Also ich sag wann. Also die werdet ihr dann sehen, weil ja, das ist in der Zukunft oder in der Vergangenheit gewesen. Und ich, ja, so irgendwie. Auf jeden Fall wollte ich mich so begrüßen und es ist ein bisschen was passiert und das zeige ich euch. So, hier habe ich so, also dahinter habe ich mal was hingesteckt. Das hatte ich aber auch letzten Vlog schon zeigen können. Das auch. Aber da habe ich noch so was anderes für besorgt. Hier hat mein Bruder auch gekalkt. Ja, er hat noch was besorgt gehabt. Und letztens hatten wir ja so ein bisschen Sturm. Da ist uns dieser Haken abgegangen. Das ist jetzt auch ein günstiges gewesen. Kein großes, ja, also kein stabiles. Das war Sally, die hat den Garfield gejagt. Und dann habe ich so einen besorgt. Wir haben hier so einen und ja, jetzt ist das alles auch ein bisschen stabiler. Das habe ich gemacht. Das Loch, das war das schon vorher und ja, das habe ich einfach nur wieder halt aufgemacht, damit man den halt reinstecken kann. Hier wieder. Ist jetzt auch nicht tief, aber hält. Ich weiß nicht, man hätte da noch mehr rausholen können, aber ja, mal sehen. Vielleicht mache ich das auch noch, aber fürs Erste wird das so reichen. Hier ist auch so eine Nase dran. Ich weiß gar nicht, ob das noch viel tiefer reingeht. Nicht, Sally? Oh. So, das dazu. Dann stelle ich euch jetzt gleich, also jetzt die Aufnahmen von der Baumwurzel jetzt rein und dann sehen wir uns gleich wieder.
So sieht das jetzt aus. Das hier war so Feuer. In der letzten Aufnahme habt ihr das ja gesehen, wo ich hier so ein bisschen freigebuddelt habe. Das hat mein Bruder vorhin noch einmal, um zu gucken, ob da vielleicht noch was ist. Ja, dann haben wir hier unten. Das ist jetzt, einige ist noch tiefer gebuddelt, aber ja. Bloß hier hinten ist es ganz schmal. Wenn man mal so meinen Fuß da reinstellt. Jetzt ist nicht viel Platz. Ja. Das hier, die ist gekappt eigentlich. Hier ist alles gekappt, auch wenn da noch eine ist. Aber ich weiß jetzt nur nicht, weil das, ne, wie gesagt, sehr eng. Ich weiß nicht, ob da unten noch irgendwo Baumwurzeln sind. Ja, ich versuche das einfach mal. Trecker ist schon, ja, läuft schon warm. Und ja, gucken wir mal, ob der das hier rauskriegt. Ungefähr 90 cm ist das hier tief. Von da unten bis hier so, ne? Bis hier so 90 cm ungefähr. Und ja, gucken wir mal, ob der Kleine das rauskriegt. Das werdet ihr dann später erfahren. Da hinten steht der Trecker. Das sieht eigentlich vielversprechend aus, aber tada, es hat sich nichts gerührt. Ja, ich habe da nochmal graben, aber wir müssen jetzt nochmal unsere Kontakte spielen lassen. Ob jemand das vielleicht nochmal versucht mit einem, ja, ich sag mal so, mit einem Trecker. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich will ihn da raus haben, ja. Weil ich möchte ganz gerne was Neues hinpflanzen und ja. Mein Bruder fährt da. Aber da drinnen steht noch eine. Die säge ich unten nur ab und dann ist mir das auch egal. Wenn der dann ausschlägt, schlägt er halt auch neu aus. Das kann mir dann sowas von scheißegal sein. Und ja. So sieht es aus und ja. Wie gesagt, es war doof. Ich dreh. So, da bin ich nochmal. Ja, ich habe das Video so, ja, so gut wie geschnitten. Aber ja. Warum ich das jetzt rausmache. Hier steht, weil ich da nicht drauf eingegangen bin, hartnäckige Wurzel Ausläufer von Pappeln. Ihr könnt das auch auf Stopp drücken, dann könnt ihr es mal nachlesen. Habe ich hier bei Gartenjournal. Ich hab das bei Big jetzt gemacht. Wo man ihr das sucht, keine Ahnung, ist auch egal. Und habe ich hier einfach Pappelfällen erlaubt. Gut, das war jetzt das. Das kann man weg. So. Pappeln, Wurzeln. Ich weiß nicht, was für eine Pappel wir haben. Ich meine, das ist eine Zitterpappel oder keine Ahnung. Ja, dann bin ich einfach hier oben raufgegangen. Und dann kam ich hier auf. Ne, wie gesagt, könnt ihr auf Stopp drücken. Das ist alles Werbung. Ne, deshalb steht ja auch Produktplatzierung. Wird dafür nicht bezahlt, aber ja. Ja. Wissenswertes über Pappeln. Ne? Könnt ihr auch lesen, könnt ihr mal auf Stopp drücken. Ich will das jetzt nicht alles, ne, wofür jetzt welche Wurzel für zuständig ist und ja. Aber was wichtig ist hier, warum nämlich der, also die Bubble ist gesund gewesen, die hatte nichts, bloß unser Nachbar, ja, hat einen Besuch von ihrer Tochter und auch Enkel dann dementsprechend, oder Enkelin, keine Ahnung was das war, aber ja, die haben im Garten gespielt und dann ist seine Tochter auf so ein Schloss Linkswood, irgendwie so heißt das, keine Ahnung, so eine, ja, so ein Nebenausläufer ist das, so eine Vermehrungsart der Pappel. Die hat nämlich zwei Vermehrungsarten. Erstens über Pollen, ne, die so vom Baum fallen. Und ja, aus halt Wurzelausläufern kommen auch noch kleine Pappeln. Ja, hier steht jetzt, das sind die und da ist sie mal raufgetreten und das tut weh. Natürlich, weil die halt oberflächlich sind. Nicht oberflächlich, aber ziemlich an der Oberfläche sind und ja. Wenn man die immer übermäht, da die Sprösslinge, dann ja, wird das halt so ein Geschwür, Gewuchs, so, ein, ne, so eine Knolle und ja, sieht nicht gut aus und ja, verwurzelt halt.
Ganz besonders schlimm wird es, wenn eine Pappe um mehr als zwei Drittel ihrer Ursprungshöhe gefällt wird. Wir haben sie ja ganz gefällt. Wir haben auch erst überlegt, die da stehen zu lassen. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn wir die stehen lassen, ja, zieht, ich sag mal, diese Ausläufer, ne, noch Energie, oder die werden halt noch über diese Hauptwurzel versorgt. So habe ich mir das jetzt gedacht, ne? Gefällt wird und ihre Wurzelstock stehen gelassen wird, na, so wie wir das vielleicht auch vorhatten. Die Aktivität des Wurzelstocks, der alles andere als tot ist, okay, also ihr könnt es ja nochmal selber nachlesen, ich bin auch nicht der beste Leser, ne? So, konzentriert sich dann nämlich nach unten und fühlt sich also mehr. Okay. Also, man fühlt sich umso mehr angestachelt, noch so viel Nachkommen zu produzieren, wie er kann. Also, wenn wir den jetzt stehen gelassen hätten, wird er um den Stamm, also um die Wurzel, also um den Stamm unten, so viele Triebe raushauen, so wie es geht, um halt seine Art zu schützen. Ne? Steht ja ja auch. Ja, wie er kann. Also so viel Energie, wie er jetzt noch hat, ne? Weil wir haben ihn ja also im Frühjahr gefällt. Da hat er ja noch ziemlich viel Saft, das merkt man auch, wo man die Wurzeln getrennt hat. Die Folge, es entstehen ein regelrechter Schlüssel-Linkswald um den Stumpf herum. Schlüssel-Linkswald. Also Schlüssel-Links, also sind diese kleinen Sprieße, also Sprieße nicht, sondern diese, ne? Diese kleinen, ja, Ausläufer, ne? Ihr wisst schon, was man. Um den Stumpf herum, aber um den Stumpf. Nicht weit weg, aber um den Stumpf. So, das Problem. Die Austriebsaktivität der horizontalen Wurzel wird auch nicht gestoppt. Okay, horizontal ist nach links und rechts, ne? Horizontal. Wird nicht gestoppt. Wenn Sie die Schlüssellinge immer wieder kappen, regelmäßiges Rasenmähen ist zwar eine relativ bequeme und erst einmal wirksame Lösung. So wie ich das eben erzählt habe, auch vorher schon. Doch die Stängeln der Mini-Pappeln machen sich beim Barfußlaufen dann doch wegen ihrer im Vergleich zu Grasfasern Konsistenz, also, naja, weil das ja Holz ist und ne, die sind halt nicht so weich wie halt Gras. Gut. Ein einzig dauerhaftes wirksames Mittel ausgraben. Aber da geht es nicht heraus, ob die Schlüsseldinge, die weiter weg sind, ja, ob die sich nur über diese Mutterwurzel, ne, ob die da draus immer alles herholen oder ob die selbst dann irgendwann neue Wurzeln treiben, also austreiben. Um den ständigen wie der aufkeimenden der Mini-Pappel zu ein Ende zu bereiten, hilft also nichts. Der Wurzelstumpf der Mutterpappel muss ausgegraben werden. Das ist natürlich eine aufwendige Arbeit, die eigentlich nur mit Hilfe von motorisierten Geräten erledigt werden kann. Ja. Also, möglich, ja. Ja, und dann hier unten sind halt, glaube ich, noch Pappeln halt. Ja. So. Das war nochmal 7 Minuten. Ja. Wie gesagt, ich bin kein guter Leser, erst recht, wenn man das vor jemandem vorlesen muss. Das Wachstum von Pappeln, wie alt werden Pappeln, Anmut und Brauchbarkeit. Wie alt werden Pappeln?
Schließen. Steht hier irgendwas? Überfliegen wir mal. Gesamthöhe zwischen 15 und 45 Meter. Okay. 15 Meter hat sie vielleicht erreicht oder sogar ein bisschen mehr, aber 45 Meter hatte die auf jeden Fall nicht. Achso, oh, zwischen 100 und 300 Jahre alt. Und ich habe mal gezählt, um die 27 Jahre, wenn ich richtig gezählt habe. Aber ich denke, die ist eher jünger. Schwarzpappel. Ich glaube, wir hatten eine Zitterpappel. Oh, hier steht noch was von Schwarzpappel. Ja. Die wichtigsten Pappelarten. Okay. Pappel im Garten. Ich überfliege das mal eben so. Ihr könnt ja auf Stopp machen. Ja, ich weiß auch nicht. Schwarzpappel, Balsampappel, Zitterpappel. Am Wind. Genau. Das müsste die eigentlich sein. Ich weiß nicht, ob wir eine Schwarzpappel hatten. Unser Nachbar hat gesagt, das ist eine andere Pappel. Irgendwie, keine Ahnung. Auch irgendwie, ich glaube, eine Schwarzpappel mit irgendwelchen Wurzelausläufern bis 100, bis 400. 400 Meter, 40 Meter irgendwie oder so. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ne? Also es war auf jeden Fall, wie ich jetzt gelesen habe, wirklich wichtig, dass wir die ausbuddeln. Also wir, also eher mache ich das als die anderen, aber naja. Ja, dazu, zu dieser Pappel. Also lieber keine Pappel, ne? Im Garten pflanzen, das macht nur Ärger, also davon auch aus, ich glaube, zum nächsten Video mache ich mal Pflanzabstand zum Zaun. Das mache ich mal, nur mal so, weil da habe ich jetzt auch was Interessantes gefunden, so eine Auflistung. Ja, also Bäume im Garten zu pflanzen, ja, das war mal, also ich sag mal wirklich Bäume, also die über 15 Meter werden. 15 Meter geht noch, aber ja. Sogar da wird es schon relativ eng bei bestimmten Gärten. Und ja, dann wundert mich gar nichts, warum die Natur sich verändert, sagen wir mal so, oder das Klima sich verändert. Also, ja. So viel wie wir abholzen, da können wir gar nicht nach Pflanzen, weil, ja. Aber das können wir auch nochmal im nächsten Video ansprechen. So, das dazu. Gehen wir da mal hier hin, gucken wir mal. Und mit diesem schönen Blatt, weil das war das letzte Blatt, was wir jetzt von dieser Pappel hier sehen. Aber wie gesagt, ich hatte ja gesagt im Video, dass wir dann noch eine Pappel haben, eine kleine. Die haben wir auch zu zwei Drittel weg. Das wird noch lustig. Aber die reiße ich nicht raus, weil, das kann ich auch nochmal irgendwann zeigen, die stehen aber nicht so drinnen, die lassen wir stehen. Wir müssen die zwar alle abmachen, weil neue Bepflanzung, darauf gehe ich auch später ein, im nächsten Video. Ja, damit würde ich sagen, bin ich jetzt aber raus. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ist wahrscheinlich... Oh, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen länger sein, das Video. Und wie das Video heißt, habt ihr gesehen. Ja, und damit würde ich sagen, bin ich jetzt aber wirklich raus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.